Tachchen und hallo, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Rage. Da haben wir jetzt letzten paar Selfies. Nicht schlecht. Vielen von den Buggy-Missionen Races gemacht haben, habe ich mir gedacht, dass wir jetzt auf jeden Fall irgendwas ansetzen. Das hieß ja irgendjemand hier in Wellsprings. Einmal kurz schnell gucken. Was haben wir denn hier an gemeinen Missionen? Such beim Sheriff. Über dem Stanley Express. Das heißt, wenn wir den Sheriff finden, wissen wir auch, wo der Stanley Express ist. Hallo. Pardon? Der Sheriff ist hier. Du bist der Stanley Express. Hey, du da! Der Paketdienst ist gerade auf der Suche nach neuen Fahrern. Ja, cool. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Stanley und dieser Paketdienst ist der Stanley Express. Mein Motto? Wenn Stanley es nicht liefern kann, dann kann's keiner. Aber wie du siehst, brauche ich Fahrer. Hab gerade ein paar verloren. Aber keine Angst, der Job ist simpel. Muss dir nur ein Fahrziel aussuchen und los. Geht natürlich nicht ganz ohne Zeitdruck. Unsere Kunden wollen ihre Pakete rechtzeitig haben. Okay? Aber wenn du pünktlich lieferst, gibt's auch gutes Geld. Kommst du zu spät, gibt's nix. Heißt schließlich Stanley Express, nicht Stanley Regionalzug. Ja, nehme ich gerne an. Willst du Kohle machen? Na komm, machen wir mal den Dieselpost. Viel Erfolg! Denk dran, Zeit ist Geld! Okay, cool. Direkt bin ich dann schon in meinem Buggy und kann fahren. Cool, cool, cool. Ich dachte, ich müsste jetzt noch irgendwie was machen. Oh, keine Rückmeldung. Aufrennen vorbereiten. Go! Und Musik vorbei. Entweder werde ich jetzt nicht mehr... Oh, doch. Ich würde sagen, entweder werde ich jetzt nicht mehr verfolgt oder ich weiß auch nicht, was los ist. So, hier. Nein, ich häng fest. Nein, 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 nein. Ich komm, fahr. Nein, ey, wieso hänge ich hier fest? Super. Ruhig, ruhig, ruhig. So, das ist die einfachste, also denke ich nicht. Gut. Da ist die nächste. Okay. Wow, 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 wow. Mein Gott, was ist das für ein Crazy Jones Sumpf? Gut, da war ich noch nicht. Und ich hier links. Ich die enge Schlucht durch. Jetzt hier durch. Und jetzt kann ich Gas geben. Oder? Nein. Doch. Und hier. Oh, das war ja einfach. Oh, und ich dachte, das wäre ein bisschen mehr zeitabhängiger. Ich habe hier noch ein paar Lieferungen. So, Banditenpost. Viel Erfolg. Denk dran, Zeit ist Geld. Ja, 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 ich weiß, dass Zeit Geld ist. Wem erzählst du das? Ich habe immerhin früher mal einen, wie heißt er nochmal? Ein Goblin gespielt bei WoW zu meinen bösen Zeiten noch. Der hat als Klassenfertigkeit Zeit ist Geld. Ah, die Reifen bewähren sich aber sehr gut. Kann ich schön eng in der Kurve fahren, auch mit Boost. Tot. Was haben wir hier einmal? Ein bisschen langsamer, so. Da oben haben wir den zweiten. Oh, wie kommt man denn da hoch? Bestimmt irgendwie hier hochfahren. Ja, hier unten drunter. Blöd, 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 blöd. Und umdrehen. Okay, wow. Und wieder zurück, okay.
fahren wir weiter. So, wir haben noch über die Hälfte der Zeit und müssen noch die Hälfte austragen. Also hoffen wir mal, ist er nicht mehr so weit entfernt. Mehr als Boost kann ich jetzt auch nicht machen. Ich habe noch nicht den Turbomotor oder sonst was. Ich hoffe, das Buggy muss man nicht sozusagen nochmal abgeben oder so. Okay, hier links ist jetzt noch was. Okay. Grässliche Musik. So, und jetzt geht's weiter. Ah, nicht schon wieder, ey. Immer an der gleichen Stelle. Oh, das könnte eng werden, das könnte eng werden. Wenn ich ungefähr weiß, wo das ist. Ah. Gib Gas, gib Gas! Boah, das war knapp, ey. Auf der letzten Sekunde. Huh. Huh. Boah. So. Und das letzte. Nord Express. Okay. Fahr vorsichtig! Erzähl mir nichts vom Fahr vorsichtig, hallo? Jetzt kommen bestimmt wieder 5 Pakete, oder? 6. Oh mein Gott. Hätte ich hier pro Paket bezahlt oder was? Oh nein. Okay, ich möchte die Mission gerne zurückstarten. Da Rennen neu starten. Ja, dann muss ich die Kurve nämlich besser nehmen und dann direkt auf die Sprungschanze anscheinend. Oh, ey. Das heißt, ich darf meinen Boost nicht von Anfang an komplett verbrauchen. Okay, hier. Ja, hier so einen größeren Bogen fahren. Und jetzt Gas geben. Oh, wow. Der andere ist jetzt genau auf der anderen Seite, oder was? Was? Gut zu wissen, wenn man... Oh, ey. Nee. Ich werde das Rennen jetzt verlassen und irgendwann mal später machen, wenn mein Buggy ein bisschen besser equipped ist. Ich denke, das ist noch ein bisschen zu früh für uns. Oh. Was haben wir noch? Sallys Belohnung holen wir uns mal ab. Okay. Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte Banditenkarre zahle ich Bares. Oh, hat das also nicht gezählt, okay. Oh. Oh, dann gehen wir jetzt zu dem Sheriff. Oder? Das sind die einzigen. Nö, jetzt erstmal zum Sheriff, der sagt, ich bin begehrt. Hey du! Du bist zurück! Sehr gut! Hab da ein Problem und ich glaube, du wärst genau der Richtige dafür. Jupp. Aber der Norden ist zu gefährlich für so einen kleinen Buggy wie deinen. Da brauchst du schon was mit ein bisschen mehr Power. Aha.
Du brauchst unbedingt einen Caprino. Ich habe hier ein paar Vorräte, die nach Norden müssen. Aber besorg dir erstmal eine anständige Karre, okay? Am einfachsten kommst du an den Caprino, indem du ihn gewinnst. Frag Jackie Weeks, er bringt dich in das Licht. Okay. Sie wieder, glaube ich, zur Rennstrecke. Hallo. Entschuldigung. Das DH-Sponsorenrennen ist eröffnet. Das beliebteste Rennen hier. Auf der Suche nach einem besseren Satzreifen? Dann ist das Dusty Age Sponsorenrennen genau das Richtige für dich. Da können sich sämtliche ansässigen Geschäftsleute präsentieren. Etwas Werbung, plus Tempo, plus Chaos. Hilft Fahrern und Firmen. Eine Win-Win-Situation. Die besten Fahrer gewinnen die besten Wagen. Aber wenn du teilnehmen willst, brauchst du einen Sponsor. Hab gehört, dass der Produzent von Mutant Bash TV... Okay. Fahre nach Westen zum Mutant Bash TV. Mein Gott, ey. Lass dich von... Jakey sponsoren. Okay, dann gehe ich wieder jetzt noch zum Bürgermeister. Vielleicht hat er ja auch noch was. Gut, Sie sind zurück. Jemanden wie Sie kann ich gut gebrauchen. Im Norden gibt's ein kleines Problem, das untersucht wird. Okay. Ein paar Banditen graben in einem Krater nördlich von hier und schürfen angeblich reinstes Feldtrit. In deren Händen eine Gefahr für jedermann. Ich brauche Sie, um sich da oben mal umzusehen. Bringen Sie mir eine Probe von dem, was die Banditen da... Ist eine lange Fahrt bis dahin. Durch verdammt gefährliches Gebiet. Rüsten Sie sich also bloß so gut wie möglich aus, bevor Sie aufbrechen. Okay, das heißt, ich muss zuerst mal meinen Caprino haben. Mit dem Caprino kann ich nach Norden. Und ich jetzt muss ich das mal zu den komischen Smash TV. Fahre nach Westen zum Mutant Bash Studio. So, das muss ich jetzt machen. Ja, verlassen. Ins Ödland. Ja, normalerweise wäre das jetzt die richtige Reihenfolge. Der Sheriff sagt, er will auch was im Norden machen. Gut, dann fahren wir jetzt zu einem Mutant Bash Studios. Wow! Okay, damit hätten wir das auch. Mutant Bash scheint wohl hier zu sein. Bash TV Arena betreten. Oh nein, das sieht schon so weird aus, als müssen wir in so einem Cage fighten. Ja, aber ist das echt der Richtige? Großartig, muy bueno, wir sind simpatico, eh? Sie brauchen einen Sponsor, ich brauche einen Kandidaten. Das Spiel ist einfach. Sie betreten meine kleine Arena und das Spiel beginnt. Die Regeln sind simpel, töten oder getötet werden. Wenn Sie überleben und uns eine gute Show abliefern, mein Freund, dann haben Sie einen Sponsor. Leichter gibt's im Ödland keinen Sponsor. Sind Sie bereit? Ja. Exzellent! Gute Shows werden von mir in Endlosschleife gezeigt! Darf ich meine Waffen benutzen oder bekomme ich jetzt irgendwie so einen Knüppel oder was weiß ich nicht was? Herzlich willkommen zu einer neuen knochenkrachenden Episode von Mutant Bash TV, der Show, in der das Blutvergießen Trumpf ist. Heute haben wir einen neuen Kampf.